nahe einer Richtung, einer theologischen Richtung im Islam. Er stammt aus dem Iran und kommt aus dem Iran, wo er von Mord in seiner Familie im Jahr 1985 geflohen ist. Als Muslim und besonders in den letzten Jahren hat er sich mit der Person Jesus von Nazareth beschäftigt, intensiv beschäftigt. Und Jesus von Nazareth ist ja auch im Islam ein Prophet mit dem Namen Isha. Und er hat sich auch mit dem Kreuz sehr beschäftigt. Er sieht das Kreuz als vielfältiges Symbol des Wachens des Menschen. Denn Leid macht sensibel für die anderen, öffnet für vieles die Augen und das Herz. Der Spiegel ist deshalb das Symbol der Selbsterkenntnis. Die Klarheit des Spiegels steht auch für die Klarheit und Wahrheit der Seele. Der Spiegel lädt ein, diese Wahrheit über sich selbst mit der Vernunft zu erkennen. Gleichzeitig ist diese Erkenntnis oft nicht ohne schmerzhafte Selbsterkenntnis möglich. Unsere Aufmerksamkeit geht automatisch zur Mitte des Kreuzes, zu einem Karo, zu einem Stern. Der Stern des Kreuzes zeigt den Sinn unseres Lebens an. Friede und Gerechtigkeit, dort, wo wir ihn schon jetzt verwirklichen können, und schließlich dann bei Gott im Himmel. Weil die Menschen verschieden sind, heißt das nicht, dass sie letztlich unterschiedliche Ziele verfolgen. Wir alle sind Menschen mit je eigenen menschlichen Gefühlen und Gewohnheiten. Aber wir haben alle das gleiche Ziel. Dieser Stern symbolisiert unser Ziel im Himmel. Das heißt, wir Menschen müssen nach oben schauen. Das Blut der Märtyrer und der Heilige weist uns darauf hin, was es heißt, für einen erkannten Wert, für eine Beziehung zu Gott einzustehen. Durch das Blut kommen wir zu Spiritualität und können mit der gewonnenen Erkenntnisse unsere geistige Leben bereichern.